Mitten durch die deutsche Filmlandschaft zieht sich der retro-realistische Canyon. Er ist ein tiefer Einschnitt in das Feld der Möglichkeiten, durch den fast alle Ressourcen abfließen. Machen wir uns auf den Weg durch das spärlich besiedelte Land der Möglichkeiten. Treten wir ohne Angst vor den Abgrund bis zur Kante heran an den retro-realistischen Canyon. Dieser Canyon ist tief. Seine Wände sind steil. Kein Weg führt seitlich heraus. Der retro-realistische Canyon entstand durch einen dramaturgischen Gänsemarsch. Zu viele Retrorealisten waren zu lange auf demselben Weg unterwegs, wie auf einer mit chemischen Duftstoffen ausgelegten Ameisenspur. Ihr Pfad gräbt sich immer tiefer ein. Von dort unten aus ist der Rest der Welt nicht mehr zu erkennen. Retrorealismus ist eine Schrumpfform der Fiktion. Es gibt keine Gemeinschaft im Canyon. Jeder muss eine falsche Rolle spielen, ohne Zukunft. Die Weltsicht von Journalisten wird mit Figuren illustriert. Tatortrealität. Wir kennen alle die Wendepunkte, die unschuldigen Verdächtigen, die Gefühle und die Musik, die den Retrorealismus ausmachen. Eine Dramaturgie, nach der man die Uhr stellen kann. Wer im retrorealistischen Canyon unterwegs ist, kennt keine Alternativen. Sie wollen entkommen. Wir wollen entkommen. Es muss einen Ausweg geben. An der tiefsten Stelle des Canyons verschwindet ein Großteil des Wassers in unterirdischen Kanälen. Die Zukunft liegt unter Sanddünen verschüttet. Hinter uns liegt eine weite, systematisch ausgetrocknete Wüste. Wir sind auf dem Weg. Langsam werden wir mehr.
Wir befinden uns jetzt oben, an der Kante zum Abgrund. Die Leute unten können uns nicht hören. Es gibt prekäre Oasen und versteckte Häfen. Dort drüben, am Rand der Wüste, aus denen noch ein paar Schiffe abgehen, zur Terra Incognita. Wir müssen einen Botschafter finden, den wir in den Canyon schicken können, um zu verhandeln. Ja, Mensch, kommt rein. Toll.